mal wieder moin und hallo in den Streets of Curious City. Ich bin Tom, wie ihr wisst. Und heute zeige ich euch mal wieder neue Karten aus der Star Trek Chronologie. Die 135. Folge schon. Und heute ist mal wieder Voyager dran. Ich zeige drei Episoden aus der dritten Staffel. Und ich fange gleich mal an. Tuvoks Flashback ist die vierte Episode der dritten Staffel von Star Trek Voyager, wurde aber als zweite Episode ausgestrahlt. Diese Episode spielt direkt nach der Episode Das Wurmloch und damit haben wir Anfang Februar 2373 als Datierung für diese Episode. Übrigens ist es von der Sternzeit her fast zum gleichen Zeitpunkt wie Chief O'Briens Geburtstag. Und diese findet in der Deep Space Nine Episode Die Erpressung statt. Tuvok beendet sein Akademiestudium. Dieses Ereignis stammt aus der Episode Tuvoks Flashback und dort wurde mehr oder weniger gesagt, dass er noch nicht lange auf der USS Excelsior dient und das heißt, dass der spätmöglichste Zeitpunkt für den Akademieabschluss hier bestehen müsste, was dann Ende September 2292 wäre. Noch während der Originalserie war der Akademieabschluss Ende März, aber das passt hier nicht zu dem Datum des Endes der Dreijahresmission von Captain Sulu und der USS Excelsior, das Ende Januar 2293 stattfindet. Und deshalb habe ich das hier schon auf Ende September 2292 in diesem Fall verschoben. Tuvok beginnt sein Akademiestudium. Dieses Ereignis stammt dann natürlich auch aus der Episode Tuvoks Flashback. Es ist 4 Jahre vor dem Ende seines Akademiestudiums. Und wie wir ja wissen, Anfang April ist der Beginn des Akademiestudiums, also Anfang April 2288. Das Hochsicherheitsgefängnis ist die 5. Episode der 3. Staffel von Star Trek Voyager, wurde aber als 3. ausgestrahlt. Diese Episode spielt natürlich nach der Episode Tuvoks Flashback und damit haben wir Ende Februar 2373 als Datierung für diese Episode. Der Akriterianer Zio kommt ins akriterianische Hochsicherheitsgefängnis. Dieses Ereignis stammt aus der Episode Das Hochsicherheitsgefängnis und dort wurde von ihm gesagt, dass es 6 Jahre her sei und damit haben wir Ende Februar 2367 als Datierung für dieses Ereignis. Geburt der Akriterianerin Piri. Dieses stammt natürlich auch aus der Episode Das Hochsicherheitsgefängnis und dort wurde gesagt, dass sie zum Zeitpunkt der Episode 14 Jahre alt ist. Ich habe natürlich auch bei ihr 6 Monate drangehängt und damit Ende August 2358 für ihre Geburt. Das Erinnern ist die 6. Episode der 3. Staffel von Star Trek Voyager, wurde aber als 5. Episode ausgestrahlt. Diese Episode spielt natürlich nach der Episode Das Hochsicherheitsgefängnis und damit haben wir Anfang März 2373 als Datierung für diese Episode. Tuvok verlässt die Sternenflotte. Dieses Ereignis stammt aus der Episode Tuvoks Flashback und er sagte, dass er direkt nach der Mission der USS Excelsior die Sternflotte verlassen hat. Das wäre 3 Jahre früher. Aber er sagte auch, dass es etwa 7 Jahre vor seiner Hochzeit mit seiner Frau T'Pel war. Und dann habe ich halt 7 Jahre vor der Hochzeit gerechnet und damit Ende Dezember 2296 als Datierung für dieses Ereignis.
Tuvok kehrt in die Sternflotte zurück. Dieses Ereignis stammt auch aus der Episode Tuvoks Flashback. Und er sagte, dass er für über 50 Jahre die Sternflotte verlassen hat. Ich habe also Anfang Februar von der Episode Tuvoks Flashback genommen. Und damit haben wir Anfang Februar 2347 als Datierung für dieses Ereignis. Sein erster Posten auf einem Raumschiff war auf der USS Wyoming nach der Rückkehr. Und er hat 16 Jahre auf der Sternflottenakademie gelehrt. Was davon als erstes kam, ist nicht bekannt. Aber ich denke, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass er direkt nach der Rückkehr schon auf der Akademie gelehrt hat. Und das war's dann auch schon wieder. Es ist natürlich bei der 136. Folge nächstes Mal wieder Enterprise dran. Und da bin ich ja auch schon in der letzten Staffel und bin ich auch fast durch. Ein paar Folgen kommen noch. Also es dauert noch ein bisschen, aber ist auch bald vorbei. Naja, dann gehen natürlich noch Grüße raus. Heute an Multiverse of Brightness. Danke für deinen Kommentar nochmal. Und dann sag ich, lebt lang und in Frieden und tschüss.